Komm auf. Naja, nicht hinlegen, was denn? Oh, fuck. Alter. Scheiße. Oh nein. Weinen? Ja doch. Oh fuck, das ist Chris. Chris und Sandy. Nein! Geh weg! Also Chris lebt noch. Oh Chris. Es sind nur Platzpatronen. Chris. Flo lebt noch. So, Entschuldigung. Du weißt, was Platzpatronen sind. Ich meine echt jetzt. Ist nicht wahr, oder? Tobi hat die Maske abgezogen. Er lebt noch. Oh Gott! Ja, und Elisa ist, glaube ich, auch nicht tot. Oh mein Gott! Matt! Matt! Ja. Wir hätten müssen mit Tim springen. Shit. Oh Scheiße! Und ihn in Sicherheit bringen. Verdammt! Deswegen hat es Tim leider gekostet. Elisa lebt noch. Noch. Hoffe, wir haben auch die Chance, hier sie zu retten. Ui! Und hopp. Und hopp. Oh nein! Oh, ach, gerade noch rechtzeitig, glaube ich. Damit habe ich jetzt gar nicht gerechnet. Habe instinktiv gedrückt. Shit! Oh oh. Also ich fand, es sah schon mies aus. Dann haben wir ja... Sicher sind doch erst zwei Tote. Ich wollte schon sagen, Flo könnte auch Glück haben, dass es Platzpatronen waren. Weil der Tobi schauen wollte, wen er wirklich tötet. Oder für was er bereit ist. Schließlich könnte er ja mutmaßen, dass er Tobi geopfert hat und für Ashley, für Sandy, aber nicht bereit ist, sich zu opfern für Sandy. Aber er war es eigentlich. Gott. Das waren 600 Mäuse. Für ihr, das klappt nicht. Das war mein Lieblingsteil. Wahnsinn. Diva. Oh je. Okay. Fackel. Sieht doch gut aus. Und sowas hätten wir eigentlich auch mit Tim gebraucht. Mindestens. Oder eben die Leuchtpistole. Oh Gott. Was wir auch mal machen könnten, wir könnten mal die Geschichte nochmal angucken. Wenn wir das nächste Totem finden, machen wir das. Gucken, ob wir neue Informationen über die Hintergrundgeschichte rausbekommen. Oh oh. Weil das hier in den Minen, das ist noch der schockierende Teil, wo ich mir noch nicht so erklären kann. Auch das, was Tim getötet hat, obwohl es eben im Clip ausgesehen hat, als wäre der... hochgehieft worden. Also hätte können doch auch vielleicht von menschlicher Natur sein. Was haben wir denn da? Eine Lore. Sonst sehe ich nichts. Alles so dunkel. Was steht hier? Kann ich nicht erkennen, aber da ist ein Pfeil drauf. Oh oh. Alter, das hier ist auch sehr bedrückend. Das ist sehr dunkel. Ich hoffe, ihr seht da was, weil ich möchte es auch nicht heller schalten, weil man dann ja... das ja doch auch den Flair nimmt vom Spiel. Ja, auf jeden Fall hat Tobi ganz schön einen an der Meise, der Psycho. So, und da oben hatten wir die Lore gesehen. Wenn wir jetzt hier hingehen, habe ich irgendwie das Gefühl, dass das Ding runterkommt. Das müsste ja von dort oben gewesen sein, oder? Oder wir können... Nee, warte mal. Wir sollen die bestimmt nutzen, um die Tür unten aufzubrechen. Die ist bestimmt verklemmt oder so, die Tür. So können wir mit der Lore durchfahren.
Ja, man merkt. Vielleicht merkt man es mal ja an, dass ich immer schon einen Schritt weiter denke. Schachspieler. Löst die Bremse? Ja, da muss er schon ein bisschen ziehen, ey. Komm. Let's go. Yeah. Open the door. Wieder auf Spooky Art. Ich sag doch, wir... Wir haben jetzt schon ein paar Mal gemerkt, wie ich die Türen öffne. Ja, wir schießen sie auf, sprengen sie in die Luft, wir ja, lassen Loren durchgleiten. So, hier war ein Aufzug. Ja, das gefällt mir gar nicht. Undurchschaubarer Bereich. Ekelhaft. Was haben wir hier? Eine Uhr. Stechkarte. Stechuhr, so. So wussten die Minenaufseher, wie viele Männer in der Mine waren. Die Karten im einen Bereich fehlen. Update. Die Karten wurden entfernt und im Safe des Sanatoriums eingeschlossen. Ja, das wissen wir ja. Ah, hier wurde noch was automatisiert. Ah ja, die Stichuhrkarten. Update. Auf dem Foto waren nur 12 Überlebende zu sehen. 30 Stichuhrkarten. Und hier haben wir noch was. Ah, Namensschild, ja, im Sanatorium. Wow! Und diese Flammen haben wir doch auch gesehen bei Hannah und Beth, kurz vor ihrem Ableben. Aber vielleicht wollte der Verfolger Hannah und Beth ja gar nicht töten, sondern sie wirklich nur retten, ihnen helfen. Vielleicht gab es zu diesem Zeitpunkt ja noch keinen Killer. Vielleicht ist das alles erst gekommen, weil das Ganze passiert ist. Eben durch Toby, ne? Der dann am Rad angefangen hat zu drehen und sich rächen will. Aber was ist hier in diesem Bergwerk los? Diesem verrotteten, ekelhaften Stollen. Komm, da müssen wir wohl hier hoch. Und hier oder runter. Weiß ja nicht. Oh Mann. Gut, das funktioniert nicht. Aber da ist eine Leiter, sehe ich gerade. Also kriegst du gezeigt. Alter, und die Geräusche sind so widerlich. Die tun ja in den Ohren richtig weh. Von denen. Humpellieschen, Elisa. Ja, es hätte können schlimmer kommen. Es wäre nur leicht verletzt eigentlich. So gesehen hat sie ja noch ganz schön Glück gehabt. Aber wir müssen uns auf jeden Fall umgucken. Ja, alles kann überlebenswichtig sein. Haben wir ja auch gemerkt. Aber... das Problem ist auch, jeder Gang kann tödlich sein. Man weiß es eben nicht. Das ist das Gefährliche daran. Komm, auf. Naja, nicht hinlegen, das Ding. Oh, fuck. Alter. Scheiße. Oh, oh. Hoffentlich ist das nichts Brennbares. Oh! Fuck. Komm, behalt die Ruhe, das sind nur Totenköpfe. Ruhe. Das sind wahrscheinlich die Bergarbeiter, die nicht rausgekommen sind. Puh. Mann, Alter. Boah, ey. Diese Geräusche sind so widerlich. Matt. Ja, Matt. Tim ist nicht mehr da. Jawohl, oh, starke Schulter, Lady. Da. Ist er das nicht? Hat er da nicht gehangen? Nee, ne? Oh Mann, wir haben die Fackel nicht mehr, wir haben nix, ey. Ein Lichtstrahl. Und da liegt was. Was ist denn da?
Nur die kaputten Leiter oder was? Oh Mann. Nichts weiter, ja, die kaputten Leiter. Da liegt noch was. Was ist denn das? Wirklich schräg. Maske, oder? Wir können es aber nicht holen, nicht. Weiß es nicht, was es ist. Ob es nicht erkennen können. Ja, nein! Scheiße, ich habe direkt auf Klettern gedrückt aus Schreck. Oh, fuck! Kann man das nicht abbrechen? Nee, dann springen wir nochmal. Probieren wir es nochmal. So. Konzentration. Zur Leiter klettern jetzt aber. Vorsichtig. Ja. Nein! Oh, fuck! Was habe ich denn gedrückt? Ich habe Pause gedrückt aus Versehen. Ah, Mann. Alter. Komm noch einmal. Ich glaube, wir haben auch nicht so viele Versuche, ja? So, leider klettern. Jawohl. Und jetzt kommt das Viereck her. Jetzt bestimmt noch mal Dreieck oder so. Mal aufpassen, wie man den Finger hier gehalten hat. Puh. Ja, schon eine miese Kletteraktion das hier. Oh oh. Diese Musik gefällt mir gar nicht. Was haben wir hier? Zwei Wege? Nee. Ja, das ist Sackgasse, oder? Ja. Nee, geht doch weiter. Aber nur... Nee, hier geht's nicht weiter. Gehen wir dort hinten lang. Es wird immer mysteriöser hier. Und düsterer, beklemmender, ekelhaft. Ich glaube, eigentlich, jetzt haben wir ja alle Überlebenden zusammen, außer sie hier, ne? Die ist irgendwo anders. Oh oh. Ja, Tim wird dich nicht mehr hören, leider. Den haben wir wirklich verloren, genauso wie Kimmy. Aber ich dachte, es sah schon schlimmer aus. Also ich dachte, wir hätten mehr verloren. Ne? Ich dachte, Flo ist weg. Ich dachte, sie ist weg. Also Elisa. Oh oh, Akku. Der Akku ist weg. Spielen wir hier mal ab. Gucken wir uns mal alles an. Etwas später sind die Bergleute gekommen, um den Berg abzubauen. Bis ein Einsturz sie einsturzt. Und wurden wahnsinnig. Mörder. Acht. Vor einem Jahr. Da hatte ich ihn endlich im... Wir waren nicht alleine in den Wäldern. Wir... Aha. Es scheint, als würde das jemand erzählen, der da jemanden gejagt hat. Wenn ich das richtig deute... Ja, vor einem Jahr, da hatte ich endlich ihn, aber wir waren nicht allein in den Wäldern. Das war vielleicht ein Zufall, dass die zwei Schwestern da dann gerade so irgendwie dazwischen gekommen sind. Ich weiß nur nicht, wen er gejagt hat. Irgendeinen verrückten Bergarbeiter? Vielleicht war es auch dieser Hausmeister und hatte nur Brand gelegt, weil er die Familie schützen wollte und sie nicht töten. Also hier ist ziemlich viel...
entzündliche Flüssigkeit. Ich würde die Fackel gerne wegwerfen. Wir haben ja irgendwo einen Tod vorausgesehen durch Flammen. Wir müssen mal vielleicht mal gucken, dass das nicht passiert. Ob wir da was dagegen machen könnten, rein theoretisch. Gucken wir mal hier. Das war es nicht. Das war es auch nicht. Also das war der von Dings. Oder bei Führung. Nee. Das war das mit Flo. Und was war das hier? Verlust. Ah ja, hier Verlust. Da kann man nicht erkennen, wer hier verbrennt. Aber ich glaube nicht, dass das sie ist. Weiß es irgendwie. Oh Mann. Das hier ist richtig creepy, ey. Richtig. Aber da scheint ein Ausgang zu sein. Oder nein? Oder? Oh, da rennen wir. Da rennt die Elisa und wir müssen wieder klettern. Oh nee. Ich glaube, diesmal werden Fehler eher bestraft, wenn wir da oben sind. Wenn das überhaupt geht. Nee, da kommen wir niemals hoch. Was haben wir hier? Da liegt noch was am Boden. Hä? Vorname. Das haben wir ja schon mal gesehen, so ein Schild. Ja, das Zeug möchte ich jetzt nicht unbedingt mit der Fackel, ob sie gucken, was da drin liegt, weil ja, ja, das ist bestimmt entzündlich. Was haben wir hier? Eine Brille? Das ist die Brille von Hannah, ja. Hannahs Brille entdeckt. Hannahs kaputte Brille in der Nähe eines steilen Abhangs zur Mine gefunden. Sie muss hier in der Nähe abgestürzt sein. Okay. Aktualisierung. Hannahs Brille wurde in der Mine gefunden. Ah ja, wir hatten ja auch schon das Etui gefunden. Und da haben wir noch irgendwas.